Was ist mit dem... Aha! Ein Feldstecher! Ah, gut, gut. Fuck, hier war einfach nichts. Vielleicht im Badschrank? Noch eine Taschenlampe. Mann, Mann, der muss echt Angst haben im Dunkeln. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Endlich geht's weiter mit Hello Neighbor. Ich bin schon ultra gespannt. Here we go. So, so. Schon da? Ah ja, guckt euch das an. Ich weiß nicht mehr genau, wie groß das Haus in der Alpha 3 war. Ich glaube, es war ähnlich, aber man konnte nicht hoch. Oder nicht weit hoch. Richtig, richtig nice. Es gibt jetzt auch Einstellungen, wie ihr gesehen habt. Man kann jetzt hier speichern und Settings und hin und her alles mögliche einstellen. Sie haben also stark aufgefahren, was das angeht. Können wir... Wie nennt man nochmal? Ah, mit E, genau. Können wir in unser Haus gehen? Nee? Ist das gar nicht mehr unser Haus hier, oder was? Was denn hier? Ein Telefon am Haus dran? What? Ich bin so gespannt, was jetzt passiert, was wir erneuert haben, was man alles machen kann. Die Nachbarschaft sieht jetzt auch... deutlich fetter aus und es ist dichter besiedelt. Wir gucken direkt, was wir hier so am Start haben. Wir haben hier noch einen Stuhl. Habe ich den Karton da eben reingedrückt? Den Stuhl schmeiße ich weg, den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Ach, guck mal, da ist... Ja! Es hat sich schon mal gelohnt, hier rumzugucken. Wir haben einen roten Schlüssel und einen Apfel. Braucht man denn mittlerweile eigentlich auch was zu essen? Nee, ne? Also sonst ist hier nichts mehr. Noch der Besen, aber ich glaube, der ist nicht wirklich... Ah, vielleicht ist hier was drin, wartet mal. Aha! Da! Okay. Nicht so funktioniert, wie ich das machen wollte. Wir müssen hier zum Nachbar rein. Ich will noch ganz kurz die Nachbarschaft abchecken. Ah, man kann hier nicht weitergehen. Ah, alles klar. Kann ich denn darüber gehen? Zum anderen Nachbar sozusagen. Gott, sind die Türen riesig. Nee, kann man auch nicht. Kann man da reingehen? Was war das? Läuft da einer rum hinter mir oder was? Oh, das ist ja cool, das Gras hier. Ultra hoch. Aber man kann hier nicht weiter rein, schade. Und guck mal, die Mülltonnen haben sie verkleinert. Man hat sich ja damit rumbacken können, wenn man sich reingesetzt hat. Hier ist eben noch ein Auto gefahren. Wo ist es hin? Was steht da? Okay, kann ich nicht lesen. Wie cool wir wieder aussehen. Nice. Gut, wir gehen einfach mal direkt ran an den Speckis. Für alle, die sich jetzt fragen, Hello Neighbor, was ist das überhaupt? Schaut euch die vorherigen Videos an. Die Playlist ist hier unten in der Beschreibung verlinkt und auch am Ende des Videos verlinkt. Oh, da ist er. Das ist ein Indie-Spiel, das... vor einem halben Jahr oder sowas, das erste Mal aufkam, ich weiß nicht mehr genau. Es wurde damals extrem gehypt. Es geht an sich um dieses Mysterium dieses Nachbars. Oh fuck. Wir müssen herausfinden, was mit ihm los ist. Es gibt immer wieder neue Endings und neue Aufbauten hier in diesem Haus. Und sobald er uns entdeckt, oh, er läuft gerade gegen irgendwas, haben wir verloren. Also er kommt dann auf uns zugerannt und fasst uns an. Dann haben wir verloren in diesem Moment. Ich schmeiß ihm einfach mal diesen Schuh an den Kopf. Ah! Oh fuck. Ich habe einfach sein Ding kaputt gemacht. Ne, ne. Guck, wie er sich aufregt. Du hast nicht einfach mein Fenster kaputt machen! Ich wollte das nicht, ich bin ganz ehrlich. Krass, guck mal, das stört ihn jetzt. Ich dachte, er repariert das Schild. Nein, das bin ich gar. Ah! Was hat er denn nach mir geworfen gerade? Ich erinnere mich, letztes Mal hat er mit Kleber geworfen, damit man langsam wird für diese Zeit. Egal, wir pirschen jetzt einmal ums Haus drumherum und gucken, was man so machen kann. Was? Oh fuck, er hat uns. Er sieht uns. Nein, hör auf, mit Scheiße zu werfen. Ich habe auch Kleber dabei. Bitch! Ah! Oh, was? Shit. Kann ich hiermit vielleicht bei mir rein? Ey, oh klar. Die Tür ist doch rot. Nee, kann ich nicht. Boah, da hat er uns aber genudelt. Was ist mit dem... Aha. Ein Feldstecher. Ah, gut, gut. Fuck. Gut, gut. Was? Aha, da hinten läuft er. Ich nehme auch die Pfanne mit. Ich weiß noch nicht, was man dann damit machen kann, aber... Oh, er hat die Tür offen gelassen, der Dummkopf. Sehr gut. Oh, krass, wie die fliegt. Wir machen direkt zu. Hey, zu, habe ich gesagt. Zu. Zumachen. Ja. Oh, er ist direkt neben uns. Hört ihr es? Ah, man kann durch die Türen durch... Er ist neben uns. Er ist neben uns. Warte mal, die Tür auf jetzt. Fuck, da ist was davor. Nein! Scheiße, okay, ich komme noch nicht so ganz klar mit den Türen. Was haben wir denn hier? Der Stromkasten. Irgendwas haben wir ausgeschaltet. Wir lassen es einfach mal aus. Ah, warte. Hier sieht man das Kabel. Krass, wie dunkel das ist. Nachts. Ah. Bringt mir das jetzt was? Dieses angeschaltete... Guck mal, da hinten das Licht. Ab. Was? Oh Gott!
Gott, war der direkt vor mir? Lügt nicht. Renn! War der gerade direkt in mir drin? Was ist das hier? Baut er sich ein Pudel aus? Okay, passt auf. Wir machen das jetzt so. Wir zerschlagen jetzt hier eine Scheibe, dass sie schon mal offen ist. So. Wo ist das Ding hingeflogen? Fuck. Da. Der wird jetzt hierher kommen. Da ist er schon. Und sich umschauen. Guck mal hier. Guck mal hier. Was steht da? Was steht da? Fuck, man. Ich kann doch die Sprache nicht sprechen, lese, schreibe. Da ist er ja schon wieder. Ich wollte doch gerade hier die... Kommt der jetzt hierher? Nee, oder? Krass, wie der hier rumläuft. Also ich weiß noch, dass letztes Mal hier was versteckt war. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, hier war so ein Elektrowerkzeug oder sowas. Irgendwas. Gut, ich sehe es hier aber nicht. Vor allem ist es dunkel. Scheiße, warum habe ich jetzt gerade die Nachtphase erwischt? Okay, wir wagen es jetzt. Wir gehen einfach durch das Fenster rein. Und hopsassa. Ah, fuck. Was? Ich bin gefangen? Der hat eine Falle hingelegt. Nein. Ha! Ich habe mich einfach in den Ding reingepackt. Ja, Nachbarlein. So sieht es nämlich aus, mein Freund. Was ist das hier? Das geht nicht auf. Ein Fahrstuhl war das. Ich glaube, der ist hinter mir irgendwo. Hier ist ein goldenes Schloss. Den goldenen Schlüssel haben wir nicht. Mal gucken, was hier oben so abgeht. Er ist draußen, sehr gut. Das ist schon mal angenehm. Hier konnte man früher durchspringen. Das haben sie jetzt zugebaut. Okay. Wir haben ein Radio, den können wir benutzen. Den können wir anschalten und einfach irgendwo hinschmeißen. Und dann rennt er dahin, weil er das hört und... Ja. Ach, fuck, hier brauchen wir auch einen Schlüssel? What? Oh. Hast du das gehört? Da klopft's. Aber ich sehe nichts. Da ist eine Puppe. Da ist jemand versteckelt. Oh fuck! Am Dead. Ich weiß nicht, was er macht, wo er jetzt hinrennt. Oh fuck. Ah! Nein! Shit, man, immer dieses Geräusch. Ja, sehr gut, es ist Tag. Alles klar. Hier können wir doch deutlich mehr anfangen. Das Coole an dem Spiel ist auch, ihr habt es vielleicht gemerkt, dass dieser Nachbar lernt. Auch von Tag zu Tag. Er stellt Fallen auf, repariert scheinbar die Fenster. Das wusste ich nicht. Das war früher, glaube ich, auch nicht der Fall. Aber er stellt eben Fallen auf. Wenn er merkt, du gehst irgendwo verstärkt rein, dann... Oh, guck mal, da. Die Überwachungskamera, die war vorhin auch nicht da. Die hat er jetzt einfach aufgestellt. Gut, das Teil ist noch an. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Kleber mit. Sehr gut, hier können wir weitergehen. Dafür muss ich aber was wegschmeißen. Okay, warte. So, Radio ist an und weg. Ist wie so eine Bombe. Oh, geil. Nein! Was? Er hat ja auch... er hat da eine verschissene Falle hingelegt. Wer rechnete damit? Er wird gemerkt haben, dass ich außen durch seinen Garten schlendere. Hallo. Und sich gedacht habe, gut, kann ich hier vielleicht meinen Schlüssel loswerden? Gehst du weg? Nee, er geht ja einfach drumherum. Wir müssen jetzt dringend drin weitermachen. Hier draußen passiert, glaube ich, nicht mehr viel. Okay. Nein. Das kommt davon. Was? Er kann einfach über die Falle drüber hüpfen, wie so ein Gauner? Okay, ich verstehe schon. Er hat scheinbar eine Verbrecherkarriere hinter sich. Das Spiel ist so edel. Ich habe mir es damals für, ich glaube, 25 Euro oder sowas, oder Dollar, den Pass dazu gekauft, dass ich praktisch alle Updates sowie das fertige Spiel später bekomme. Es ist irgendwann auf Steam erhältlich. Ich glaube, im Moment noch nicht. Aber die Alpha 1 ist kostenlos. Der ist da draußen, der ist da draußen. Hat er eine durchgehende Live-Verbindung irgendwie zu seinen verschissenen Kameras? So, ich bin im Schrank. Krieg ich mich nicht. Tatsächlich, es klappt. Die Schränke haben früher nicht Fuck, ich hab den Schlüssel weggeworfen. Die Schränke haben früher nicht funktioniert. Da hat er dich trotzdem gesehen. What? Oh, shit. Ich muss eigentlich erstmal gucken, wo er ist und dann eben passend agieren. Früher gab es eine Sache, man konnte sich hochbacken von außen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt möglich ist überhaupt. Wow, ich dachte, da wäre schon wieder eine Falle. Er ist drin gerade. Kann ich hier rein? Ach komm, Neighbor, verpiss dich doch mal jetzt! Die Kameras piepst und er läuft dann dahin, zu dem Pieps, den man gehört hat. Find's ultra schwierig, ne? Was macht er jetzt? Er stellt eine Falle auf. Was für ein Arsch. Gut, er geht rein. Alles klar, dann weiß ich zumindest schon mal, dass er drin ist. Ich würde jetzt einmal in aller Ruhe hier außen alles abchecken. Ich habe Schlüssel in der Hand. So, haben wir hier außen etwas. Sieht nicht so aus, dass hier, dass da was ist. Okay, haben wir hier etwas? Oh no! Nachbarlein, jetzt renne ich aber weg vor dir, du Sack. Er schmeißt mit seiner Kacke nach mir! Er kommt sogar hier hin, ne? Nachbarlein, du Dreckarsch. Da ist er, da drüben ist er. Gut, gut, gut. Er ist jetzt da outside. So, jetzt gehe ich hier... Scheiße, hier ist jetzt ja die Falle. Ha! So, was war hier? Kann man hier durch? Nein. Gut. Die Falle sieht mich, die Ding. So. Nein, 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 Neighbor. Nein, 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 Monsieur. Ich gehe schön hier über die Straße und du bleibst da drüben in deinem... Kackdorf. Es war vielleicht nicht so klug, den Ding wegzuschmeißen, den Feldstecher. Aber naja, hey, egal. Ich will jetzt ein bisschen Progress hier. Ah, da fällt mir eigentlich, man kann die Kameras abnehmen. Ha!
So, mal schön die Kameras abgerissen, verstehst du? Ich will einfach mal durch die Fenster gucken. Wir haben ja wirklich noch nicht viel gemacht. Ich mache hier auch mal auf. Was? Oh Gott, wo? Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich gehe einfach schnell über die Straße, da kriegt er mich ja nicht. Gut, gut, gut. Wir machen etwas Fortschritt. Wir machen etwas Fortschritt. Ich würde gerne wissen, wo er ist. Er scheint irgendwie sehr schnell überall zu sein. Also er hat... Guck mal, wie hat er mich gesehen? Ich glaube, der will mit mir spielen. Hier müssen wir noch aufschmeißen. Wow! Ein graziler Wurf, den ich da betrieben habe. Neighbor, where are you, neighbor? Don't throw your shit at me, please, neighbor. So, jetzt gucke ich mir genau an, wohin du gehst. Früher hatte man selbst ein Haus, in das man rein konnte, da konnte man ihn stacken lassen. Oder man konnte ihn auch an sich manchmal stacken lassen, in dem Stuhl oder... Ja, geh rein. Okay, wartet. Taschenlampe? Okay. Nein, nein. Gott, warum stack ich so eklig in dem blöden Fenster? Ich hoffe, ihr habt direkt mal ein paar krasse Tricks für mich auf Lager. Weil es fühlt sich ultra schwer an. Also ich würde jetzt fast behaupten, es war noch nie ein Teil so schwer wie dieser hier. Oder bin ich einfach nur bescheuert? Spiel ich blöd? Ach nein, Neighbor! Ich habe diese scheiß Tür nicht gebacken bekommen. Ich krieg's nicht hin. Regel Nummer 1, wir machen die Kameras aus. Sie sind aus, sehr gut. Regel Nummer 2, wir müssen gucken, wo der Bunker ist. Wartet mal. Soll ich halt nämlich hier hochpushen und dann mal schauen, was das ist? Ja, es geht. Ich habe schon früher in anderen Teilen mich ziemlich viel rumgebackt und hochgebaut und lirum larum. Es geht schon echt gut hier in dem Spiel. Auch... Oh, shit! Nein! Ah! Oh, und da fährt das Auto durch. Nee, warte, das war knapp. Okay, passt auf, er ist outside. Shit. Ich muss kurz hier rein. Ich hab so Schiss. Jetzt bin ich endlich mal drin. Na, guck, der Schlüssel ziemlich krass raus, ne? Was haben wir hier? Nichts. Geil. Noch ein Apfel. Zwei Äpfel. Okay. Ja, was haben wir hier? Na, zum Glück hat er eine Taschenlampe hier liegen, ne? Okay, da ist nichts drin. Auch nicht. Alles selbst zusammengebaut, oder was? Sieht echt scheiße aus, Monsieur. Hier war einfach nichts. Vielleicht im Badschrank? Noch eine Taschenlampe. Mann, der muss echt Angst haben im Dunkeln. Guck euch dieses raffinierte Schwein an. Hier ist ja nichts, das ich irgendwie finden kann. Ich brauche doch dringend noch einen Schlüssel oder so. Da brauche ich einen grünen Schlüssel. Okay. Wie ist der hier irgendwo? Nein? Ist der vielleicht hier irgendwo versteckt, einfach in einem Karton oder sowas? Das wäre natürlich... Halt, da. Nein? Okay. Shit, Mann, der hört mich. 100 Pro, gleich hört er mich. Also da oben kommen wir nicht durch. Da brauchen wir einen silbernen oder eben einen grauen Schlüssel. Unten brauchen wir... Was für einen brauchen wir hier? Grün. Hier hat er sein Schnurrbart abfotografiert. Sehr schön. Hier drüben könnte noch was sein. Also ich nehme jetzt mal die Tasche runter. Oder den Eimer. Klar, Wassereimer. Natürlich. So funktioniert der Trick hier. So, alles durchgucken. Halt, was ist das? Da ist ein Tape drin. Ich will das Tape. Dann kriege ich das nicht. Hey, gib mir das Tape! Okay, man kann das Tape wohl nicht bekommen. Eine coole Sache gibt es hier, und zwar die Fernbedienung. Wenn die noch so geht wie früher, konnte man damit den Fernseher an- und ausschalten. Shit, das war jetzt blöd. Wahrscheinlich kommt er jetzt. Ich bin wirklich gerade sehr, sehr überfragt. Ah, in der Küche waren wir noch nicht. Da war es im Kühlschrank vielleicht. Nein, im Eisfach. Oh! Eine Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte für den Ausgang. Was macht der? Ich höre ihn dauernd. Ha! Ha! Ich hoffe so, dass er stuckt, ne? Das ist gerade so unglaublich einfach. Ich glaube, der stuckt irgendwo. So, silberner Schlüssel. Bitte, sei... Hört, man kann die Taschenlampe an- und ausschalten, geil. Hier war echt kein Schlüssel, ne? Hier war jetzt noch nichts. Selbstgemachter Tisch, okay. Eine Schublade, die nicht vorhanden ist. Ah, nein! Nein! Oh, shit. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Wir haben hier im Wohnzimmer auch alles gemacht. Das müssen wir einfach jetzt nochmal untersuchen hier outside. Oder wir kommen von draußen in irgendeinen Raum rein, der so nicht zugänglich ist. Das ist auch möglich. Achso, ja, wir haben hier noch unsere Baustelle. So. Guck mal. Sieht doch gut aus. Aber ich komme nicht dran an den Schalter. Ist da noch was drin? Nein, sieht nicht so aus. Aber da ist eine Leiter. Also da kann man innen drin hochklettern. Ich lasse den Apfel mal hier liegen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie den Apfel brauchen. Hier ist 100 Pro noch irgendwo was versteckt, das wir noch nicht gesehen haben. Ach, hier oben ist wieder dieser Bereich. Da hinten dran war letztes Mal was versteckt. Da sieht man auch schon, dass da möglicherweise wieder was ist. Man kann ultramäßig hochgehen. Wir müssen einfach in den zweiten Stock kommen. Wo kriegen wir diesen blöden Schlüssel her? Mann, ey. Es ist schwierig. Also wir haben alles Mögliche durchsucht. Die Tür ist... Ja, die führt da einfach nur rein. Wir können eigentlich... Krass. Ach, fuck. Wir können nichts machen. Wir haben nur den Schalter hier außen, den da, den wir betätigen können. Und, naja, dieses Ding. Ich meine, das ist bestimmt nicht für Ume irgendwie so zugänglich. Na, wartet mal. Was ist, wenn ich da einfach was, irgendwas, was ich nicht brauche, dran schmeiße? Ich lege mal kurz einen Feldstecher dahin. Passiert dann irgendwas? Geht das automatisch direkt wieder zu? Was ist da los? Es ist kurz aufgegangen, ne? Nein, das lag da drin. Ich brauche was zum Schmeißen. Achso, ich kann nur einen mitnehmen. Wie bescheuert. Das muss jetzt reichen. Vielleicht schmeiße ich nur direkt auf den Griff drauf, damit das funktioniert. Was?
Okay, die Taschenlampe muss es dran glauben. Scheiße. Weißt du, der Raum ist gleich komplett voll mit Scheißdreck von mir. Ich wollte jetzt gerade aufgeben und euch dann einfach darum bitten, dass ihr vielleicht nächstes Mal mit einem Tipp... Hey, willst du mich gerade verarschen? Vorhin ging's perfekt. Ja! Mhm. Hey, hey, geht's gerade wieder zu? Was? Hä? Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Ich glaube, er hat echt seine eigenen Probleme da in dem Raum, ne? Er macht immer so, ah! Vielleicht keult er sich gerade ein, wer weiß, oder er ist fett am Kacken. Kann auch sein. Ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht mit dem Schlüssel. Oh, guck mal, die Bäume wackeln sogar. Das ist schon echt hammermäßig. Also, da haben sie sich wirklich wieder gesteigert, die alten Gauner. So, jetzt aber. Sag mal, soll ich einen Rasenmäher da reinschmeißen? Muss ich mir jetzt das ganze Haus ausräumen, damit ich Wurfgeschosse habe mit Essen. Damit schmeiße ich am liebsten. Guck mal, wie er das hier hält, das alte. So, Das sieht er so richtig in die Hand, aber da ist er so ein bisschen angewidert. Ich mache diesen Fahrstuhl komplett voll mit Scheißdreck. Ja! Bleib jetzt offen. Na also! Mein ganzer Dreck. Ich frage mich, was uns hier erwartet. Oh! Oh! Oh shit! Nein, warte kurz. Na dann, auf geht's, Jungs und Mädchen. Beim nächsten Mal dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich irgendwie wissen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.